Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und heute geht es mal um das Thema Spracherkennung auf Smartphones. Das hat ja Apple mit seinem Siri ganz weit nach vorne gebracht und auf Android-Handys wird immer eine App namens V-Lingo sehr gelobt. Die werde ich jetzt mal austesten. Jetzt soll V-Lingo sich mal im Praxistest beweisen. Ich probiere mal was zu suchen. Suchen nach Fabian Grenzer. Hat er denn daraus gemacht? Fabian Wetter, na, den haben wir nicht gesucht. Nächster Versuch. Suche nach Supportnet. Super 8 oder La Super Mail, das ist ja nicht so richtig klasse. Ein letzter Test bei der Suche. Suche nach Berlin Brandenburger Tor. Das ging also schon deutlich besser, wie ihr seht. Bei Eigennamen klappt das bei der Google-Suche nicht. Man kann aber auch navigieren. Das werde ich dich jetzt mal ausprobieren. Navigiere zu Düsseldorf. Da hat er tatsächlich Düsseldorf auf Anhieb gefunden, was gar nicht so einfach ist, da es ja ein Umlaut enthält. Wir machen nochmal einen zweiten Check. Navigiere zu Hamburg Fischmarkt. Auch das hat er wunderbar gefunden und man könnte jetzt einfach hier in die Navigieren, in die Routenplanung von Google Maps gehen und sich dann an sein Ziel führen lassen. Die dritte Testaufgabe soll sein, inwiefern uns V-Lingo beim Öffnen von Apps helfen kann. Das probiere ich jetzt aus. Öffne Doodle Jump. Ja, und auch das hat ja wunderbar geklappt. Und dann die vierte und letzte Testaufgabe soll sein, V-Lingo kann uns ja auch was vorlesen. Und dazu kriege ich jetzt hoffentlich gleich mal eine SMS geschickt. Neue SMS von 491511561839. Nachricht. Hallo Jakob, da bin ich ja mal gespannt, wie das geht. Gruß Fabian. Ja, es hat ja wunderbar geklappt. Das konnte man gut verstehen. Das finde ich sehr überzeugend. Bei V-Lingo, die Computerstimme, die uns eingehende Nachrichten, die beispielsweise per SMS oder per E-Mail reinkommen, vorliest. Soweit also hier V-Lingo im Praxistest. Das Fazit kommt gleich. So, wir haben uns jetzt also ausgiebig mit V-Lingo beschäftigt und ich bin persönlich ganz überrascht, was für gute Ergebnisse dabei hervorgekommen sind. Zum Beispiel navigieren, Apps öffnen oder auch einfache Google suchen. Das hat sehr, sehr gut geklappt, schnell und einfach, sehr empfehlenswert. Wo V-Lingo an seine Grenzen gestoßen ist, das war immer dann der Fall, wenn es um komplexere Suchverhalte ging. Da hat sich auch ein Nachteil herausgestellt gegenüber Siri, dass V-Lingo nicht in der Lage ist, Nachfragen zu stellen. Man kann also sozusagen eine Suche damit überhaupt nicht verfeinern. Was hingegen wieder sehr angenehm war, war, dass V-Lingo uns auch eingehende Nachrichten vorliest, sowohl SMS als auch E-Mails. Das funktioniert einwandfrei, die Computerstimme ist bestens verständlich und an den Service kann man sich sehr schnell gewöhnen. Zusammengefasst denke ich, dass nachdem die Kinect bei Microsoft im letzten Jahr schon bewiesen hat, dass wir die Computer künftig anders bedienen als bislang, also auf Tastatur und Maus verzichten können, zeigt jetzt Siri und V-Lingo eingeschränkt, dass wir mit Spracherkennung weiterarbeiten können. Und ich bin mal ganz gespannt, wie V-Lingo im Laufe von 2012 noch verfeinert wird. Aber jetzt ruhig schon mal ausprobieren. Die App gibt es für die verschiedensten Betriebssysteme bei Smartphones und ist im Fall von Android zumindest kostenlos im Market Store erhältlich. Dankeschön. Tschüss.